an! Do What You Can't Kite Loop. Es geht weiter mit meiner Lieblingsplaylist Do What You Can't und hierbei geht es darum, dass ich nicht einfach nur ein Tutorial mache und euch einen Trick erkläre, sondern ihr folgt mir bei diesen Videos und schaut mir dabei zu, wie ich die Fehler mache, wie ich mich aufs Maul packe, bis ich irgendwann den Trick gestanden habe. Und zuvor haben wir das mit dem Dark Slide gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass der Dark Slide wirklich technisch betrachtet so anspruchsvoll ist und dass ich so lange dafür brauche. Wir sind mit dem Dark Slide, was Do What You Can angeht, durch. Es wird ein Tutorial-Video dazu folgen und wir machen jetzt mit was Neuem weiter und zwar mit dem Kite Loop. Nicht jeder weiß, was ein Kite Loop ist. Worum geht es dabei? Ich habe jetzt hier mal mir versucht, mit einem Stift und Papier mal eben so ein Kite selber zu basteln. Und zwar ist es ja normalerweise, dass wenn wir springen, dass wir den Kite nach oben steuern und der Kite uns nach oben zieht. Beim Kite Loop ist es aber so, dass wir ihn drehen lassen, also rotieren lassen, also einen Loop durchziehen und der Kite wird uns parallel zum Boden ziehen. Und damit ihr eine Vorstellung habt, wo das Ganze hingeht, findet ihr in der Videobeschreibung von diesem Video einen Link zu einem Video mit einem Kite Loop, der wirklich der Inbegriff für mich vom Kite Loop ist. Und zwar sieht man in dem Video richtig, wie ihr den Loop einleitet und der Kite den Kiter Richtung Boden zieht und er den Kite dann wieder hochreißt und dann pendelt er unter den Kite durch. Also Nervenkitzel pur, wenn ich das sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, also Respekt an den Kiter, der das Video gemacht hat, Hut ab. Der Kite Loop ist technisch betrachtet gar nicht mal so schwer. Es kommt auf was ganz anderes an und zwar, man muss wirklich Mut dazu haben und ganz, ganz wichtig, ihr dürft den Trick nicht abbrechen, weil sonst mault ihr euch richtig hart. Das bedeutet, wenn ihr den Kite Loop einleitet, müsst ihr ihn durchziehen, ansonsten wird es halt richtig schmerzhaft. Und ich weiß, wovon ich rede. Ey, die Aufschläge auf dem Wasser sind echt nicht ohne jetzt gerade. Aber mir zieht es echt im Rücken. Aber wir machen weiter. Mir tut so mein hinteres Bein weh, ey, das ist echt scheiße. Und mein Arm auch. Boah, echt. Oh, und mein Knie. Boah, das war echt eine scheiß Landung gerade. Oh. Ich will ja echt nicht jammern, ne, aber. Oh, mein Knie. Man kann den Kite Loop in mehrere Schritte einteilen. Ich habe tatsächlich einen Schritt weggelassen und zwar den Kite Loop mal einfach nur bei einem Body Drag zu üben. Ich habe einfach Bock gehabt, den Kite Loop zu machen. Ich hatte auch gar nicht die Motivation, dieses Video hier zu machen. Das ist echt per Zufall entstanden. Ich habe einfach nur Bock gehabt, Kite Loops zu trainieren und habe mich einfach dazu getraut und habe es einfach gemacht. Worauf müssen wir achten? Also, wir fahren jetzt in diese Richtung mit unserem Kite, okay? So, jetzt schlagen wir die Bar langsam ein, um den Kite hochzulenken auf 12 Uhr. Wenn der Kite, so gerade, 12 Uhr erreicht hat, schlagen wir die Bar ein und der Kite zieht uns hoch und macht halt so eine Rotation und kommt wieder hoch. Und das ist eigentlich schon der Kite Loop. Und jetzt ist es so, bei der Grifftechnik der Bar habe ich etwas gemacht, was definitiv falsch ist. Und vielen Dank an der Stelle an Felix, der nochmal mit mir auf dem Wasser trainiert hat jetzt die letzten Tage. Es ist so, ihr müsst, wenn ihr diesen Sprung einleitet, ihr dürft die Rotation von dem Kite, den Kite Loop, nicht unterbrechen. Und damit ich weiß, wie ich bin, und das werdet ihr auch sehen, ich bin einer, der sowas dann abbrechen würde, wenn der Kite richtig viel Zug bekommt. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Normalerweise greift man an der Bar ja so. Und richtig wäre es, den Kite Loop, den Kite hochzulenken auf 12 Uhr. Wenn der Kite 12 Uhr erreicht hat, dann die Bar einschlagen, dass der Kite sich einmal durchloopt. Okay? Ich habe aber Folgendes gemacht, weil ich wollte eine Situation schaffen, in der es keinen Weg zurück gibt. Und da habe ich nämlich Folgendes gemacht. Ich habe den Kite hochgelenkt auf 12 Uhr und habe mit beiden Händen hier dran gezogen, so. Und egal was ich mache, ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss definitiv den Kite Loop komplett durchziehen.
Hat auch mega Spaß gemacht, hat auch funktioniert. Das Problem war nur, dass der Kite Loop recht unkontrolliert war und ich ziemlich hart immer auf dem Wasser aufgeschlagen bin. Ein paar davon habe ich gelandet, allerdings hatte ich da meine Kamera nicht dabei. Jetzt werdet ihr in dem Video sehen, wie ich die Bar mit zwei Händen festhalte, den Kite auf 12 Uhr hochlenke, die Bar dann einschlage, der Kite wandert nach oben auf 12 Uhr, jetzt schlage ich die Bar ein, der Kite geht einmal durch, zieht mich nach vorne, dann öffne ich die Bar und der Kite geht wieder nach oben und ich kann so wieder weiterfahren. Ich habe das Ganze jetzt auf zwei Schritte verteilt. Erstens, ihr werdet das jetzt gleich in dem Video sehen, da mache ich ganz kleine Hüpfer. Das bedeutet, ich will nicht hoch springen, sondern ich versuche nur die Technik erstmal zu lernen. Und dazu habe ich mich nur minimal aus dem Wasser rausgepoppt, dass mein Board nur ein bisschen den Kontakt zum Wasser verliert und dann der Kite Loop mich nach vorne zieht. Und das ist, fand ich, sehr wichtig, einfach nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Kraft dahinter steckt. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr werdet wirklich, das ist ein für mich ein Mega-Erlebnis gewesen, hat richtig Bock gemacht, das Gefühl mal nicht nach oben gezogen zu werden, sondern nach vorne gezogen zu werden. Und das Ganze passiert auch wirklich recht explosiv, also man erschreckt sich dabei. Okay, wir haben jetzt die Schirmsteuerung und die Steuerung oder die Grifftechnik an der Bar. Jetzt kommen wir zur Bordkontrolle. Dadurch, dass wir ja nach vorne gezogen werden, müssen wir mit dem Board, achtet mal gleich bei den Videos darauf, mein Board habe ich in die Richtung des Kites gestellt, um dann halt dem Kite hinterher zu fahren, weil würde ich quer aufkommen, ich würde mich richtig aufs Maul packen, weil da einfach viel zu große Kräfte wirken. Deswegen Tipp Richtung Kite, viel Spaß bei den folgenden Aufnahmen und das war Tag 1, Tag 2 folgt. Ich habe mein Neo vergessen. Weiter, genau so. Ja. Jetzt stehe ich ihn jedes Mal, Alter, ist das Hammer, ey, leck mich. Mega geil. Alter, diesen Moment, wenn man das Leben einfach genießt, Mann, wenn man es genießt, Alter, arme Nacken. Amena! So geil, Amena, cool! Jeder kann